Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Stammdatensynchronisation. Das ist ein neuer Prozess, der durch die MAKO 2020 eingeführt wird und schlussendlich dafür sorgt, dass die Stammdaten über verschiedene Marktpartner hinweg synchronisiert werden. Die Stammdatensynchronisation ist ein Prozess, der in der GBKE ab eben der MAKO 2020, also ab dem 1. Dezember 2019, genauer beschrieben wird. Schlussendlich geht es darum, dass alle bilanzierungsrelevanten Stammdaten zwischen verschiedenen Marktpartnern, und zwar dem Lieferanten, dem Verteilnetzbetreiber und dem Übertragungsnetzbetreiber, ausgetauscht und eben synchronisiert, das heißt abgeglichen werden. Der Hintergrund des Ganzen ist die neue Aggregationsverantwortung des Übertragungsnetzbetreibers für alle intelligenten Messsysteme, also für die Smart Meter, die dauerhaft an Smart Meter Gateways und entsprechend an Server angebunden sind und dementsprechend auch ständig kommunizieren und die Energiemengen, den Verbrauch oder die Einspeisung an eben ein System schicken, dass eben genau diese Geräte ab sofort, ab der MAKO 2020 oder eben ab dem startenden Smart Meter Rollout in der Aggregationsverantwortung des Übertragungsnetzbetreibers liegen. Diese ganzen Geräte waren in der Vergangenheit immer in der Verantwortung des Verteilnetzbetreibers. Dementsprechend war der VNB auch immer in der Verantwortung dieser dahinterliegenden Massenprozesse. Und der ÜNB, der in der Vergangenheit eben nur als Bilanzkoordinator innerhalb dieser alltäglichen Prozesse aufgetreten ist, wird in der Zukunft auch seine absolut alltäglichen Massenprozesse haben, eben rund um die intelligenten Messsysteme. Da geht es um Stammdaten, da geht es um die Bilanzierung. Wie läuft diese Stammdatensynchronisation jetzt also genau ab? Es gibt jetzt irgendeine Stammdatenänderung oder es gibt zum Beispiel einen Lieferbeginn, sei es auch zum Beispiel die Ersatzversorgung oder Grundversorgung. Und jetzt muss eben eine Stammdatensynchronisation angestoßen werden, weil es gab irgendeine Änderung und bilanzierungsrelevante Änderungen müssen jetzt ab sofort, ab der MAKO 2020, weitergeleitet werden. Der Verteilnetzbetreiber, der diese Änderung jetzt also erstmals bekommt, wird jetzt über den Prozess Stammdatensynchronisation ein Gesamtpaket an Daten an den Lieferanten, an den Energieversorger schicken. Der Energieversorger, der Lieferant, gleicht jetzt praktisch dieses Datenpaket, was er gesendet bekommen hat, mit seinen eigenen vorliegenden Daten ab. Wenn die jetzt schon übereinstimmen, dann ist alles super. Wenn die noch nicht übereinstimmen, dann muss er die jetzt praktisch plausibilisieren. Das heißt, er prüft nochmal, ist das sinnvoll? Und im Regelfall wird er jetzt sagen, okay, ich nehme diese Standardänderung an und überschreibe praktisch meine eigenen Daten. Oder wird es eben nochmal genauer prüfen. Sobald er jetzt eine Synchronisierung mit seinen eigenen Daten hergestellt hat, kommt es jetzt darauf an, ob diese Messstelle, ob die Marktlokation in der Verantwortung des Übertragungsnetzbetreibers liegt. Wenn sie nicht in der Verantwortung des Übertragungsnetzbetreibers liegt, also ein ganz normaler Zähler, auch eine ganz normale moderne Messeinrichtung in der Zukunft, dann antwortet der Lieferant einfach wieder zurück an den Verteilnetzbetreiber und sagt: Obacht, das ist jetzt meine Antwort auf deine Stammdatensynchronisation. Im Regelfall wird das sagen, ich bestätige dir genau die Daten, die du mir geschickt hast, die habe ich jetzt bei mir auch und dementsprechend bekommt der VNB eine Stammdatensynchronisation zurück, in der es genau das gleiche steht, was er vorher abgeschickt hat. Damit weiß er, die Daten sind synchronisiert und damit wäre es schon vorbei. Sollte jedoch die Messstelle, die Marktlokation in der Verantwortung des Übertragungsnetzbetreibers liegen, dann wird der Lieferant jetzt sein neues Stammdatenpaket an den Übertragungsnetzbetreiber weitersenden. Ursprünglich hat es der VNB an den Lieferanten geschickt und der Lieferant schickt es an den ÜNB, an den Übertragungsnetzbetreiber. Der Übertragungsnetzbetreiber schaut jetzt, okay, habe ich andere Stammdaten vorliegen oder habe ich diese Stelle vielleicht überhaupt noch gar nicht vorliegen? Dann muss er halt auch nochmal klären, das sind so diese neuen Massenprozesse, die jetzt kommen werden. Er muss jetzt also tatsächlich ein Clearing eventuell durchführen. Aber schlussendlich wird er die Daten wahrscheinlich übernehmen und als Übertragungsnetzbetreiber jetzt den gleichen Datensatz in seinem System haben. Der Übertragungsnetzbetreiber wird jetzt ein vollständiges Stammdatenpaket wieder versenden und zwar an den ursprünglichen Verteilnetzbetreiber. Und jetzt erkennt ihr praktisch den Sinn der Synchronisation. Der VNB hat ja begonnen, schickt es an den Lieferanten. Lieferant hat abgeglichen, schickt es an den ÜNB. ÜNB hat abgeglichen, schickt es an den initial eingebrachten Verteilnetzbetreiber. Und jetzt sieht der,
Hey, das sind genau die Daten, die ich am Anfang losgeschickt habe. Das heißt, jetzt müssen alle anderen der Marktpartner die gleichen Daten wie ich haben, denn ich habe das gleiche wieder zurückbekommen. Und dementsprechend weiß der Verteilungsbetreiber jetzt, es gibt eine komplette Synchronisierung, eine Synchronisation der Stammdaten, weil der Lieferant und der ÜNB jetzt genau die gleichen Daten auch bei sich im System haben und eben diese Daten herumschicken. Deswegen nennt man diesen ganzen Prozess auch zum Beispiel Stammdatenloop, also praktisch eine ja unendlich umhergehende Reihenfolge von Datenübertragungen theoretisch, die dann eben immer wieder bestätigen würden, wir haben jetzt hier gerade neu geänderte Daten, wir schicken die an den einen, der schickt den an den nächsten und der nächste schickt es wieder zurück an mich. Und so haben wir dann eben eine ja, Absicherung, dass die Stammdaten, die bilanzierungsrelevanten Stammdaten immer identisch sind. Sollte es dabei mal zu Unklarheiten kommen, sollte man hier sich nicht ganz sicher sein, dann muss man eben tatsächlich immer in eine Klärung gehen, mit einem Endkunden Dinge klären oder eben mit den Marktpartnern Dinge klären und dann kann man das Ganze wieder weiter vorantreiben. Das Wichtige ist, dass das Ganze schnell passiert und zwar sehr, sehr schnell, denn hier gilt, dieser ganze Prozess muss immer unverzüglich durchgeführt werden. Und unverzüglich heißt in diesem Fall, dass es eine Frist von einem Werktag nach Eingang gibt. Das heißt, wenn der VNB an den Lieferanten das Ganze geschickt hat, muss der Lieferant innerhalb eines Werktages nach Eingang dieser Nachricht die interne Prüfung durchgeführt haben und praktisch das ganze neue Paket weiterleiten an den ÜNB innerhalb von einem Werktag. Der ÜNB muss auch innerhalb von einem Werktag prüfen und das neue Standardpaket an den VNB zurückschicken. Hier gilt also immer ein Werktag Bearbeitungsfrist. Sollte diese Frist nicht eingehalten werden, dann gilt das Ganze als Zustimmung. Das heißt, bei Nichtantwort wird immer positiv geantwortet. Jedenfalls geht der ursprüngliche Marktpartner davon aus, und das kann er, weil die BNSA das entsprechend auch festgelegt hat. Habt ihr irgendwelche Fragen zur Stammdatensynchronisation oder ganz allgemein zu diesen Änderungen rund um die Marco? Schreibt ihr hier in die Kommentare, wenn ihr mehr zur Marco 2020 sehen wollt, zum Beispiel wenn ihr ein Stadtwerk seid und braucht da mal unbedingt ganz kurzfristig noch Hilfe. Ich biete das beste Seminar für die Marco 2020 an. Da braucht ihr auch einfach nur auf den Link in der Videobeschreibung gehen. Ansonsten, like dieses Video bitte, gebt einen Daumen nach oben, das hilft mir wirklich sehr und abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, denn auch genau das hilft mir sehr. Je mehr Abonnenten hier sind, desto glaubwürdiger ist auch für jemanden, der noch nie meine Videos gesehen hat, dass ich hier tagtäglich die Energiewirtschaft einfach mache. Und dementsprechend bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.